Servus, servus zum Hundehalterlexikon bei DocCoachpedia. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buchstaben I. I wie Impulskontrolle. Auch so ein Begriff, den man häufig in der Hundeszene immer mal wieder um die Ohren gewedelt bekommt. Dein Hund braucht mehr Impulskontrolle. Begriffe, die genutzt werden, aber oftmals in der Deutung gar nicht so verständlich sind. Impulskontrolle beim Menschen nennt man Selbstkontrolle. Selbstkontrolle deshalb, weil wir Menschen ein Selbstbewusstsein haben. Wir sind uns also unserer selbst bewusst und auch der Andersartigkeit anderer. Hunde haben diese Selbstbewusstheit nicht. Sie sind sich weder selbstbewusst, sie können zwar selbstbewusst sein, aber sind sich nicht selbstbewusst im Sinne von Ego. Und deshalb nutzt man hier eigentlich für das gleiche Empfinden eine andere Begrifflichkeit, nämlich die Begrifflichkeit der Impulskontrolle. Was bedeutet das? Ein Hund agiert aus dem Prozess, dass äußere Reize bei ihm ein Bedürfnis aktivieren und er diesem Bedürfnis nachgeht. Impulskontrolle bedeutet also, dem Empfinden, einem Reiz zu folgen, nachzukommen, sich entsprechend zu kontrollieren. Und das ist etwas, was Hunde in der heutigen Zeit sehr intensiv lernen sollten. Denn viele Reize können bei unserem Hund ein Verhalten auslösen. Ein Jogger, der sich ab der Norm anderer Menschen bewegt, nämlich ein bisschen schneller und das Bewegungsmuster in der Regel deshalb auch ein bisschen anders, kann bei dem Hund eine Art Beute-Fang-Verhalten aktivieren. Dieser Reiz, der ab der Norm steht, den will ich jetzt mal kontrollieren und analysieren. Der Hund rennt hinterher, der Jogger kriegt Angst und reagiert in irgendeiner Form darauf. Gegenüber also fremden Reizen, den Bedürfnissen, den instinktgesteuerten Bedürfnissen nicht nachzugehen, bedeutet für einen Hund, dass er eben gegenüber solchen Reizen eine Impulskontrolle lernen muss. Oder beispielsweise der Hund soll irgendwo abgelegt liegen bleiben und plötzlich läuft ein anderer Hund vorbei. Das natürliche Bedürfnis des Hundes wäre es, jetzt aufzustehen und sich mit diesem Hund auseinanderzusetzen, löst aber die Aufgabe, die er von seinem Sozialpartner bekommen hat, selbstständig auf damit. Also muss ein Hund auch trainingstechnisch lernen, dass das einmal gesprochene Hörzeichen und das Verhalten, was er gezeigt hat, auch unter Ablenkung anderer Reize einzuhalten gilt. Und somit ist in jedem Bereich, ob Sitz, ob Platz, ob Fuß, ob Leib, eine Impulskontrolle dem Hund zu vermitteln. Löst der Hund aufgrund äußerer Reize bestimmte Verhaltensweisen auf, hat er also keine Impulskontrolle. Fragen dazu? Meldet euch. Ansonsten nächste Woche. Neues Thema. Hundehalterlexikon. Buchstabe. J. Bis dahin, alles Gute. Ciao.